Hey, hier ist Bojan, dein Tischtennis-Coach und in diesem Video erzähle ich dir 5 Gründe, wieso es Sinn macht, vor der Saison oder allgemein kurze Trainingslager abzuhalten. Ich erzähle das Ganze, weil ich jetzt selber gleich auf dem Weg bin zu einem Trainingslager, nämlich von Wohlbach. Wohlbach spielt in der 3. Bundesliga Süd und einige Vereine, einige Freunde von mir haben jetzt auch kurz vor der Saison ein Trainingslager veranstaltet bei sich im Verein. Zum Beispiel auch Effeldrich, ja, wo einer meiner Trainer auch spielt, der auch in der 3. Bundesliga Süd spielt. Mardis Saus, ja, von den High-Performance-Lägen, der auch mit am Start ist. Erste FC Köln hat zum Beispiel ein Tennislager gemacht, das weiß ich. Wohlbach zum Beispiel und einige gute Vereine, ja, oder Spieler, die in sehr, sehr hohen Ligen spielen, aber das Ganze nicht hauptberuflich machen. Ja. Das heißt, sie trainieren normalerweise nicht 2-3 Mal am Tag, ja, oder so häufig, deswegen kann es Sinn machen, gerade für diese Spieler kurz vor der Saison nochmal so intensiv zu trainieren, da das Niveau trotzdem relativ hoch ist, da viele Spieler trotzdem, ja, oder so tschechische Spieler, die dann das Ganze trotzdem hauptberuflich machen und dann von außerhalb kommen und gegen diese Spieler dann bestehen müssen. Deswegen macht es Sinn, kurz vor der Saison für diese Spieler da ein Trainingslager abzuhalten. Doch, das sind nicht diese Gründe und das sind die Gründe, ja, die 5 Top-Gründe, die ich dir jetzt erzählen werde, sind auch nicht so, okay, ja, du trainierst mehr und dann würdest du besser, sondern ja, es lohnt sich dann zu bleiben, denn die 5 Gründe sind wirklich sehr, sehr wichtig und entscheidend, wenn du verstehen willst, wieso so ein kurzes Trainingslager Sinn machen kann. Punkt 1, du sparst dir die Einspielzeit. Was meine ich damit? Normalerweise, ja, ich gehe mal davon aus, du spielst Übungen in deinem Training, ist es so, dass du kommst ins Training, spielst dich 25 Minuten ein, 30 Minuten und dann kommt irgendwann so langsam so eine Rollübung, ja, so eine Beinarbeitsübung, zum Beispiel Rückhand-Mitte, Rückhand-Vorhand, 2 Rückhand, 2 Vorhand und so weiter. Ja, so eine ganz klassische Übung, um ein bisschen sicher zu bekommen, was ja auch alles gut ist. Doch oftmals, ja, man spielt sich relativ lang ein, man spielt dann solche Rollübungen und so weiter, oftmals kommt man dann gar nicht zu den wichtigen Dingen, ja, zu den Sachen, die man wirklich verbessern will, ja, zu den ganzen Sachen, die entscheidend sind, Aufschlag, Rückschlag, dazu kommen die meisten gar nicht mehr im normalen Training. Weil natürlich, wenn man das letzte Mal vor 3-4 Tagen trainiert hat, letzte Woche, wie auch immer, dann braucht man erstmal ein bisschen, um wieder reinzukommen. Wenn du bei einem kurzen Trainingslager bist, dann ist das Ganze ganz anders, weil du brauchst diese Einspielzeit nicht mehr so lang. Okay, als Beispiel, bei unseren High-Performance-Lehrgängen, was auch ja, ein kleines Trainingslager ist, haben wir 5 bis 6 Trainingseinheiten. Das heißt, bei der 2. oder 3. Trainingseinheit, ja, da brauchst du dich nicht mehr so lange einspielen, weil du bist ja noch warm von der Einheit davor. Ja, du hast die Sicherheit schon von der Einheit davor. Das heißt, wenn du zum Beispiel am Vormittag eine Einheit hast und am Nachmittag noch eine, ja, dann musst du nicht mehr so lange einspielen. Du hast die Sicherheit schon. Du hast vielleicht in der ersten Einheit, hast du vielleicht sogar mehr Beinarbeitsübungen gespielt, bisschen Rollübungen. Okay, dann kannst du eigentlich fast die komplette 2. Einheit, wenn es dein Fokus ist, darauf setzen, dass du dann mehr Aufschlag, Rückschlag spielst, dass du ja, ein bisschen noch taktisch spielst, ja, dass du vielleicht mehr den Schuffball zum Beispiel mehr an die Grundlinie setzt, dass du einen Rückschlag einfach ein bisschen kürzer spielst, dass du einfach diese Feinheiten ja, trainierst, die dir dann aber im Spiel so hilfreich sind. Deswegen Punkt 1, du sparst dir die Einspielzeit. Deswegen, wenn du mal eine Zeit lang relativ, ja, oder so ein Wochenende relativ häufig trainierst, du die Zeit, zum Beispiel 5 Stunden Training am Tag am Trainingslager, können viel intensiver sein als 5 Stunden Training über die Woche verteilt. Ja, es heißt, es ist nicht immer, ich bin nicht ein Freund davon zu sagen, okay, also richtig viel auf einmal und dann gar nicht, das stimmt nicht, sondern Konstanz ist das Wichtige. Aber du sparst dir ein bisschen Zeit mit dem Einspielen und so weiter und du kannst ein bisschen effektiver trainieren. Ja? Deswegen so ein kurzes Trainingslager kann auf jeden Fall Sinn machen. Punkt 1. Punkt 2 ist unterschiedliche Trainingspartner. Also, da gibt es auch wieder Unterschiede. Ist es ein internes Trainingslager, das heißt vom Verein ausgetragen, oder ein externes Trainingslager, das heißt wie zum Beispiel von unseren High-Performance-Lägen. Wenn du damit dabei sein willst, Link unter dem Video. Interne Trainingslager, damit meine ich von einem Verein. Doch auch hier gibt es wieder Unterschiede. Ist es nur von der Mannschaft, ja, was auch Vorteile haben kann, wenn es wirklich nur mannschaftsintern ist oder vereinsintern. Vielleicht zum Beispiel die erste Mannschaft macht ein Trainingslager, nimmt vielleicht noch die besten 2 von der 2. Mannschaft mit dazu. Ja, kann man zum Beispiel auch machen. Oder man hat ein internes Trainingslager und lädt ein paar Gastspieler ein. Ja, jetzt zum Beispiel, ich bin auch bei Wohlbach, in die 3. Bundesliga spielen. Ja, ist normalerweise ein internes Trainingslager, wo ich zum Beispiel als Gastspieler auch mit dabei bin. Das heißt, da, gerade wenn du bei einem externen Trainingslager bist, hast du allgemein nochmal mehr unterschiedliche Trainingspartner als bei einem internen Trainingslager.
Doch wenn auch gerade, ja, bei, oftmals trainiert man ja oft mit den gleichen Leuten, ja. Wenn du aber dann so einen Tennisleck hast, hast du viele verschiedene Spieler, gegen die du spielen kannst. Und da auch ein Tipp an dich, analysier doch mal, gegen welche Spieler du am meisten Probleme hast, ja. Vielleicht auch mal bewusst ausschreiben. Oftmals ist es in unserem Kopf das ganz anders, als wenn man das auf Blatt Papier bringt. Hast du oder verlierst du oft gegen Spieler, die kurze Noppen spielen, die Antitopf spielen, die vielleicht Linkshänder sind, die ein gutes Blockspiel haben, ja. Gegen welche Spieler hast du am meisten Probleme? Ein ganz gutes Beispiel ist da Novak Djokovic vom Tennis. Ja, Tischtennis, andere Sportart, aber wir können da einiges daraus lernen. Boris Becker kennen die meisten von euch, hat eine Zeit lang Novak Djokovic gecoacht. Und Djokovic war zu dem Zeitpunkt Nummer 1 der Welt und hat dann aber zum Beispiel mal ein Spiel verloren gegen die Nummer 10 der Welt und Nummer 20, Nummer 80, wie auch immer. Und einfach mal als Beispiel, er hat gegen die Nummer 80 der Welt verloren. Was hat Boris Becker gemacht? Boris Becker hat den Trainer angerufen oder den Spieler selber und hat gesagt, hey, so, du trainierst jetzt mit Djokovic. Und dann ist es so wie bei uns, wenn auf einmal Kilian Ort zum Beispiel, ja, wenn gegen Malon gewinnt und dann Malon trainiert dann eine Zeit lang mit Kilian Ort, dann ist es für Kilian Ort cool, weil er mit Malon trainieren kann. Aber für Malon ist es hilfreich, weil Malon hat jetzt gegen diesen Spieler Probleme. Ja? Das ist einfach nur das Beispiel von Tennis auf Tischtennis übertragen. Das heißt, beide profitieren davon, denn gegen einen bestimmten Spielstil, ja, der Spieler A kann allgemein deutlich besser sein, aber gegen einen bestimmten Spielstil hat er einfach Probleme. Okay, eine Zeit lang gegen diesen Spieler trainieren und du wirst viel, viel weniger Probleme haben, wenn du im Wettkampf wieder gegen den gleichen Spieler spielst oder gegen einen Spieler, der einen ähnlichen Spielstil hat. Denn Linkshänder zum Beispiel gibt es einige da draußen, ja, im Tischtennis. Und natürlich sind die Schläge ein bisschen anders, ja. Oftmals gab beim Vorhand-Topspin ja ist ein bisschen mehr Sidespin drin und so weiter. Die Aufschläge, ja, sehen die einen oder andere vielleicht nicht so gut, wenn ein Linkshänder ist. Deswegen, es kann Sinn machen, dann einfach mal zu schauen, okay, gegen welche Spieler habe ich oft Probleme und dann gegen diese zum Beispiel auch bei so einem Trainingslager spielen. Denn bei einem Trainingslager sind viele Spieler da und so weiter. Deswegen, auch bei unseren Lehrgängen sagen wir, okay, hast du Probleme gegen Abwehr, was weiß ich, wir haben da zum Beispiel Abwehrspiele, wir haben dann Spiele mit kurzen Noppen, hey, wenn du Lust hast, oder sag uns einfach, wenn du gegen den mehr spielen willst, dann können wir es irgendwie einbauen, ja, dass du eben die Sachen trainierst, die dir wirklich weiterhelfen, ja, gab es so einen kurzen Trainingslager, kann das Sinn machen. Okay, ich gehe gleich zu Punkt 3 über, und du kannst deine Schwächen verbessern. Klar, also wenn du mehr Zeit hast, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du immer nur diese Rollübungen spielst, dann kommst du oft nicht zu den Dingen, die du wirklich verbessern willst. Es kommt da auch wieder drauf an, aber bei einigen Trainingslagern, gerade zum Beispiel bei unseren Lehrgängen, machen wir viel Multiball-Training, also Balleimer-Training. Das heißt, durchgehend sind einige Trainer da und spielen dir nur mehr Balleimer ein. Also verbessern dabei auch deine Technik. Und da kannst du eben deine Schwächen verbessern oder auch deine Stärken stärken. Ja? Das ist natürlich ein ähnliches Thema. Ich bleibe einfach mal bei, du kannst deine Schwächen verbessern, wenn du einfach die Zeit hast. Ja, du kannst auch Technikverbesserungen oder Techniktipps viel besser umsetzen. Wenn zum Beispiel dir jemand sagt, hey, bei der Rückhand, achte ein bisschen mehr aufs Handgelenk oder die Beinarbeit, ja, ein bisschen mehr mitgehen, ja, bisschen oder mehr auf den Fußballen stehen, Oberkörper mehr vorne und so weiter. Es gibt ja da einige Tipps, die man dir geben kann, ja, je nachdem, welche, wo du gerade, an welchen Stellschrauben du vielleicht drehen müsstest im Tischtennis. Und bei so einem kurzen Trainingslager kannst du deine Schwäche verbessern. Deswegen, ja, es muss auch nicht immer extern sein, ja, es muss nicht unbedingt auch unsere Lehrgänge sind von der Qualität, ja, sehr, sehr gut. Schau dir gerne die Videos dazu an. Aber du musst auch nicht unbedingt zu einem externen Lehrgang kommen. Wenn du sagst, hey, du hast auch ein internes Trainingslager, was du machen kannst, auch gut. Oder als beides als Zusatz, ja. Es gibt da einige Optionen. Wichtig ist immer, dass es auf dich zugestimmt ist, ja. Zum Beispiel, ein Trainingslager sollte auch im Optimalfall ja einen Trainer dabei haben, ja. Wenn du zum Beispiel gerade sagst, gerade bei Punkt 3, ja, bei den anderen vier Punkte, oder die ich nenne, da brauchst du nicht unbedingt Trainer. Aber wenn du sagst, du willst deine Schwächen verbessern, okay, dann sollte da mindestens ein professioneller Trainer da sein. Ja, weil der kann dir professionelle Tipps geben, der kann das sieht, woran du arbeiten sollst und so weiter. Denn auch nicht für jeden Spieler ist die gleiche Technik die richtige. Ja, weil du hast zum Beispiel im Moment schon irgendwelche, ja, eine bestimmte Technik, die schwieriger ist zu verbessern, ja, oder da hast du irgendwas angeeignet, da muss man da anders vorgehen. Oder du hast eine andere Größe, ja, kleine Spieler oder große Spieler, ja, haben eine andere Technik. Samsonov
spielt anders als zum Beispiel ein Harimoto oder ein Oikawa, ja, auch Japaner. Und da gibt es einfach Unterschiede. Deswegen, klar, die Technik ist im Tischtennis oftmals gleich und die Grunddinger stimmen, also die Grundparameter, aber dann gibt es da noch Feinheiten, ja. Einfach als Punkt. Ich mache jetzt gleich weiter, sonst würde das Ganze wieder zu lang. Ich will dir diese 5 Tipps einfach da mitgeben, dass du die, ja, weißt, wieso so ein Kurztennisler Sinn machen kannst. Vielleicht sagst du, okay, oh, ich rufe schnell mal meine Mannschaftskollegen an oder ich schreibe mal in die WhatsApp-Gruppe, hey, hat jemand Lust auf ein Kurztennisler? Kannst das Video auch da gerne reinschicken. Allgemein, ja, erzähl gerne anderen Personen von diesem Kanal. Ich will mehr Tischtennisspielern auch weiterhelfen, ja, da viele Tischtennisspieler an einige Dinge gar nicht denken. Und genau, wenn du willst, dass deine Mannschaftskollegen besser werden, dass deine Trainingspartner besser werden, erzähl ihnen gerne davon. Punkt 4. Stärke dein Selbstbewusstsein. Wieso? Wieso wird das Selbstbewusstsein gestärkt? Ganz einfach. Du trainierst mehr und normalerweise trainierst du ja nicht so viel. Du trainierst einmal mehr, zum Beispiel an einem Wochenende, und du wirst merken, klar, konditionell und irgendwann vom Kopf her wird es schwierig und so, gerade beim Aufschlag-Rückschlag, den Spin zu lesen, gerade wenn es sehr intensiv ist, 2,5 Tage, 3 Tage geht meistens, aber wenn es dann 4, 5 Tage wird, ist für einiges schon sehr schwer. Habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich als Trainer in Dänemark aktiv war, da waren so 5 Tages Trainingscamps und dein Selbstbewusstsein wird aber gestärkt, weil du bekommst einfach mehr Sicherheit in den Bällen, du weißt, wie du spielen kannst, wie du die Bälle spielen musst, ja, du hast einige Tipps umgesetzt, bekommst einfach mehr Selbstbewusstsein und das ist wieder so ein Mental Game, ja, so eine mentale Geschichte. Viele denken, okay, ein Tipp so mental und was weiß ich, das hat sich geändert. Meiner Meinung nach gehört dieses Selbstbewusstsein, das Thema Selbstbewusstsein, auch zum mentalen Spiel dazu, ja. Denn wenn Selbstbewusstsein strahlst du auch aus am Tisch, ja, du spielst die Bälle besser, du hast auch eine andere Körperspannung, ja, dann signalisierst deinem Gegner, dass du gut drauf bist, dass du dich gut fühlst, ja, und meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Dinge im Tischtennis oder gerade in dieser mentalen Geschichte ist das Selbstbewusstsein, ja, deswegen arbeite an dir, gerade zum Beispiel so an dem Wochenende versuch zu trainieren und dann stärkst du auch dein Selbstbewusstsein, ja, gerade wenn du zum Beispiel ein motivierendes Umfeld hast, wenn du bei uns in Lehrgängen ist so eine hohe Energie, so ein hohes Energielevel, die Spieler, ja, also die Trainingspartner, die Teilnehmer und natürlich wir Trainer unterstützen alle sehr, sehr intensiv und ja, es wird sich gegenseitig auch unterstützt, es wird gegenseitig gelobt. Hey, schau, wie krass, wie du den Ball jetzt da gespielt hast, vor 2 Tagen sah es noch ganz anders aus oder ja, da einiges verbessert und es wird sich gegenseitig gelobt, es wird gegenseitig sich unterstützt und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen und so wird auch das Selbstbewusstsein gestärkt. Ein sehr, sehr unterschätztes Thema meiner Meinung nach. Okay, kommen wir zu Punkt 5. Der ja wahrscheinlich auch oft unterschätzt wird im Tischtennis, ist das Thema Mannschaft, ja, also Beziehungen aufbauen. Wenn du viel Zeit mit Menschen verbringst, ja, gerade dann zum Wochenende, trainierst intensiv mit denen, tausch dich aus, findest vielleicht sogar mal die Zeit in der Mittagspause oder so mit den Personen, ja, mal über andere Themen zu sprechen, die abseits vom Tischtennis sind. Du stärkst die Beziehungen untereinander, was für eine Saison sehr, sehr nützlich sein kann. Denn wenn du ja, hast Auswärtsspiele und so weiter, du hast knappe Spiele und so weiter. Es ist einfach ein Unterschied, ob die Personen so am Handy sitzen und nichts machen oder ob die dastehen und dich voll anfeuern und klatschen und mega Gas geben und nur das Beste für dich wollen oder ob die einfach nur nach Hause wollen, weil zum Beispiel, ja, es steht eh schon 8-1, ja, und du spielst gerade vielleicht ja gegen die Nummer 1 und Nummer 2 vom Gegner und spielst eigentlich ein gutes Spiel. Aber die wollen alle nur nach Hause, ja, deine Mannschaftskollegen. Ist ein Unterschied, ja. Und das darf man nicht unterschätzen, meiner Meinung nach. Deswegen Beziehungen aufbauen, sehr, sehr wichtig, wird oft unterschätzt. Deswegen, wenn du so ein Trainingslager magst, ja, interessier dich für die andere Person, hab eine coole Zeit, ja, gib Gas, ganz wichtig, ja, wenn du sagst, okay, so ein Wochenende, ja, ich nehme mir jetzt mal ein Wochenende Zeit, ich sehe vielleicht meine anderen Freunde nicht, meine Familie nicht. Vielleicht einige machen die Trainingslager auch in anderen Städten, ja, oder fahren irgendwo anders hin, um mal abseits davon zu sein, ist auch eine Option. Ja, zum Beispiel, wir hatten jetzt bei uns im letzten Lehrgang, hatten wir Teilnehmer aus 9 Bundesländern, ja, die waren alle irgendwo anders, ja, die Teilnehmer sind alle woanders hingefahren, waren einfach mal ein Wochenende weg von zu Hause, ja, haben alles mal ein bisschen so kurz hinter sich gelassen und sie konnten sich nur auf Tischtennis fokussieren. Das kann auch sehr hilfreich sein, mal eine Zeit lang. Deswegen da einfach
ja, einfach mal ein bisschen rumprobieren, einfach mal überlegen, macht so ein Trainingspartner für dich Sinn oder nicht. Die 5 Gründe, hoffentlich haben die geholfen. Ich will einfach mal reinschreiben unten in die Kommentare, welcher Tipp oder welcher Grund deiner Meinung nach am wichtigsten ist für so ein Trainingslager. Wenn du auch Unterstützung brauchst, wenn du auch mal bei so einem mehr coolen Trainingslager mitmachen willst, dann komm gerne zu unseren High-Performance-Lehrgängen. Einfach anmelden in so einem Formular auf www.boenbesinger.de. Unter dem Video findest du den Link. Da gibt es so ein Formular, ja, da kannst du dich bewerben. Ist ein bisschen komplexer. Ja. Wir nehmen da nicht jeden auf. Das muss immer passen mit geeigneten Trainingspartnern. Ja, dass du ein bestimmtes Niveau hast und so weiter. Und deswegen einfach eintragen ist unverbindlich. Ja. Aber du hast die Möglichkeit, einen Platz zu bekommen. Deswegen sei gerne beim nächsten Mal dabei. Ich bin Bojan, dein Tischtennis-Coach. Bis zum nächsten Video. Ciao.